Danke, dass ich noch mal lesen darf oder sprechen. Ist ja schon spät jetzt. Ne? Habt ihr noch Lust? Seid ihr noch? Ja. Sehr schön. Okay. Ich habe, ich habe quasi drei Geschichten über die großen Helden meiner Jugend, ja, verfasst. Die erste hatte ich auch. Ja, das war der erste. So, und jetzt kommt der zweite. Und ich fange einfach los und ich spare mir die Überschrift. Adolf braucht einen Nachfolger. Ja, Entschuldigung, ich kann auch nichts dafür, dass der Hausmeister in meiner Schule so hieß. Dabei bin ich extra auf eine Gesamtschule gegangen. Für mich wäre es doch jetzt auch einfacher, wenn er Horst heißen würde oder Kalle oder Werner. Aber er hieß mal Adolf. Für mich war das als Kind auch nicht immer einfach, Adolf immer fragen zu müssen. Entschuldigung, kann ich mal die Schlüssel für die Aula haben? Wir haben da hinterher noch Antifa AG. Aula, Helmut war es nicht, sondern er hieß Adolf. Adolf hatte einen grauen Kittel. Ich habe ihn nie ohne diesen grauen Kittel gesehen. Und überhaupt, alles an ihm war grau. Grau meliertes Haar, graue Casio-Digital-Armbanduhr, graues Blut. Alter Hausmeisteradel. Aber solche Hausmeister werden ja heute gar nicht mehr gezeugt. Heute wollen die jungen Männer alle nur noch Facility-Manager werden. Facility-Manager. Hausmeister, mein Hausmeister, du brauchst einen Nachfolger. Facility Manager dieser personifizierten Finanzkrisen, die Hedgefonds unter den Block warten, die Effizienz aus einem Gebäude pressen wollen, um dann zum nächsten weiterzuziehen. Aber Hausmeister brauchen keine Energieeffizienzanalysen, sie haben Phasenprüfer. Facility Manager haben schicke Büros mit Jura-Kaffee, Vollautomaten, mit Tassenbeleuchtung. Aber Hausmeister trinken gar kein Latte Macchiato, sie haben Flachmänner. Facility Manager haben Designerbrillen. Hausmeister nicht, niemals, wenn sie so einen randlosen Scheiß auf ihre großen, stolzen Nasen setzen. Hausmeister, Männer wie die Brille von Helmut Schmidt. Wenn mein Hausmeister mir damals Pudding verkauft hat, habe ich noch ehrliche Konservierungsstoffe bekommen für meine Groschen und keine Biolüge. Am Schreibtisch in seinem Büro hatte er Schraubstöcke montiert. Schraubstöcke, die gut und gerne einen Kinderkopf einspannen konnten. Und dann war es schon gruselig, wenn er diese sanft streichelte und so Sachen sagte wie: Mach fest, kommt ab! Bis heute frage ich mich, was eigentlich aus Florian aus der 5C geworden ist. Hausmeister, wenn Sie mit Ihren Besen über die Flure schleichen, dann herrscht noch Zucht und Ordnung, Hausordnung, Ihre Ordnung. Und genau das war ja das Problem bei Lehman Brothers. Die hatten keine Hausmeister, die hatten nur so Assistant to Facility Manager, Karriereschlöser, die sich nicht mal selbst die Hände schmutzig machen wollen, die ihren Scheiß andere machen lassen. Karriereschlösel bemüht um Karriere. Und nichtsdestotrotz ist es halt so, dass sie ihren Scheiß ausgezorst haben und andere machen lassen. BWL-Absolventen, die Projektgruppen gründen, um Glühbirnen zu tauschen. Energiespar, Leuchten, Umfassung, bemüht, Karrieristen. Aber Hausmeister wollen keine Karriere. Sie sind genau da, wo die Schöpfung sie vorgesehen hat, da, wo es stinkt. Als Karriereschnösel kannst du dich mit jedem Konkurrenten anlegen. Aber fang niemals Scheiß mit deinem Hausmeister, nicht mit deinem Hausmeister. Wenn du irgendwo Schwarzgeld versteckst im Haus, er findet es. Ich persönlich glaube ja, dass Wulf nur gehen musste, weil er bei Amtsantritt den Hausmeister von Schloss Bellevue nicht ordentlich gegrüßt hat. Aber woher hätte er das auch wissen können? Immerhin kommt er aus Hannover und auf dem Plattenland glaubt man noch an Facility Management. In Berlin ist man da jetzt weiter. Die haben jetzt Retro-Hausmeister. Und da, wo Eltern, Lehrern und Bademeister versagt haben, retten Hausmeister das Bildungssystem. Wenn ich als Kind unversehens vor diesem großen, grauen Kittel stand, empfand ich Ehrfurcht. Und irgendwie hatte ich auch immer ein schlechtes Gewissen, obwohl ich überhaupt gar nicht wusste, warum. Er wusste es. Ob ich heimlich auf der Toilette geraucht hatte oder in einer großen Pause mit Melanie geknutscht hatte, wo die doch eigentlich mit Michael aus der Parallelklasse zusammen war, der viel stärker war als ich. Hausmeister sehen alles und das Doppelstichwort Flachmann im Kittel. Hausmeister stammen aus einer Zeit, als Kollateralschäden noch Kriegsverbrechen hießen. Als die Grünen mit der Bundeswehr noch nicht weiter vorgestoßen sind als die Wehrmacht. Wir brauchen wieder Hausmeister, Hausmeister mit grauen Kitteln, Hausmeister wie Glenn in Scrubs, Hausmeister, die noch mit Hammer und Axt umgehen können, Hausmeister wie Jack Nicholson in Shining.
Heute schlendere ich durchs Arbeitsamt und sehe verwirrte BWL-Absolventen. Einer sitzt Kaffee trinkend am Computer surfen nach der Aufgabe fürs Leben. Vor Frust dreht er das Gewinde eines Zuckerstreuers kaputt, als seine Stimme donnert. Noch fest, kommt ab! Es ist Adolf. Er tritt an den Jungen ran, er knüpft seinen Mantel auf, seinen grauen Kittel und legt diesen den Absolventen über die Schultern. Dann übergibt er den Generalschlüssel an Flachmann und Wasser verklumpt sich auf der Netzhaut des Jungen, als die Sonne den Alten zu Asche verbrennt. Dankeschön.